Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Wir wollen heute unbedingt Sulfur besorgen. Ich habe mir gestern nochmal intensivst mir angeguckt, wie ich an Sulfur rankomme. Ja, und es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ja, weil Sulfur ist hier. Also das heißt, wir müssen in den Nether. Das heißt, wir brauchen einen Flint and Steel. Das heißt, ich brauche mein erstes richtiges Stahl. Und davon nicht gerade wenig, um ein Feuerzeug herzustellen. Hurra! Das heißt, wir nehmen jetzt schon mal ein bisschen Stahl mit. Ja, produziert er die ganze Zeit draußen was? Das wird uns einfach nur erfreuen, das ganze Stahl jetzt zu verballern. 1, 2, 3. Das ist jetzt dann auch wichtig. Platte, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Ich glaube zwar nicht. In der heutigen Folge meine ich jetzt, dass wir in Nether kommen. Doch, das dürfte kein Problem sein. Wobei, Moment. Obsidian. Hab ich noch was da? Ah. Nee, habe ich nicht. Brauche ich nicht. Okay. Aber bevor wir auch in den Nether gehen, da müssen wir noch einiges bauen. Weil ohne meinen Pfeil und Bogen gehe ich zum Beispiel nicht in den Nether. Mm-mm. Okay, also was brauchen wir jetzt? Wir haben die Platte haben wir, Flint haben wir, Stahlrods haben wir noch nicht. Ja. Dann brauche ich so Stahl zu verschwenden. Und jetzt haben wir es. So, das heißt Small Spring. Das heißt, ich brauche einen Cutter, eine Säge und eine Pfeile. Pfeile. Cutter. Ich habe noch eine Säge. Da brauche ich einen Rod. Was habe ich vergessen? Ich habe nichts vergessen, ich habe was verkauft. Gut, dann haben wir einen Small Spring. Und jetzt brauchen wir Platte, Rod. Hammer. Gut. Pfeile weg. Da. Da rein. Ich brauche davon zwei, ne? Nein, ich brauche davon eine. Ach genau, ja. Ne, kommt ja raus, ist klar. Doch wieder andersrum. Gut. Ja, man muss ja gucken, nicht, dass man jetzt dann irgendwas verpatzt. So. Stahlplatten waren hier drin, ne? Ja. So, den Cutter aufräumen. Den Hammer aufräumen. Und jetzt brauchen wir Flint and Steel. Das ist Hammer. Rädchen. Flint. Und Feder. Wir haben Flint and Steel. Hervorragend. Und dann nehme ich mir gleich das Obsidian, dann brauche ich nämlich nicht schlachten. Ich habe jetzt einen Bogen. Den Bogen schmeiße ich erstmal hier rein. Die Pfeile auch. Dann kommen meine Coins nach oben. Ich habe schon gesagt, wenn es so weitergeht, muss ich eine Bank bauen. So viele Coins. Ja, okay, sobald ich dann einen Assembler habe, kann ich die Dinger ja wegräumen, weil ich sie ja hoch leveln kann. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal das, The Nether, aber The Nether interessiert mich momentan nicht.
Der 0 interessiert mich momentan auch nicht. Okay. Das, genau. Das claim ich hier mir jetzt auch. Ja, ich weiß, ich war gerade oben und habe die Coins aufgeräumt. Ich mache das gleich wieder. Tor will ich eigentlich auch noch fertig bauen. Da habe ich mal wieder die Sachen drin. Bin mal gespannt, ob wir es heute schaffen. So, bei diesem Ball of Moss, den will ich jetzt dann auch gleich, ja okay, nicht gleich, geht ja nicht, kann ich ihn auch wegräumen. Soll ich das machen? Aber wir haben im Steamstone Age, haben wir hier irgendwo eine Quest, genau hier. Und zwar Your First Bow. Das heißt, 3 Strings, ein Flint, eine Feder. Drei Strings. Flint habe ich. String habe ich auch. Eine Feder. Das Schlimme ist eigentlich, dass ich keine Knochen habe. Ja, okay. Wer will auch freiwillig gegen Skelette antreten? Also ich nicht. Aber wird schon gut gehen. Oakwood Planks haben wir. So Planks müssen wir unten haben, hoffentlich. Das Problem wird jetzt sein, dass ich. Essen. 3,5 bis da. Also in meiner Kiste habe ich hier Planks drin. Ja. Mal was Bruce und ich muss nach oben. Weil Maserator so laufen. Solange ich hier rumeier, kann das Ding auch arbeiten. So. Jetzt wird mein Problem sein, dass mir das Papier ausgegangen ist. Ich habe 2. Was brauche ich denn? Ich brauche einen Flint Arrowhead. Bone Tool Rod. Ja, ich brauche 1, 2, ich brauche 4. Wir brauchen 4 mal Papier. Hab ich schon Chat? Nee. Was brauche ich denn für Chat? Ich brauche dafür 3 Sugar Canes und ein Mortar. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Wie viele Seiten kriege ich da raus? Bowstring. Ach so, das ist Extrude. Ja, die ganzen Rezepte werden nicht angezeigt. Ich vergaß. So, Mach mal Paper. Zwei Seiten. Also das heißt, ich brauche 3, 6. 21 Stück habe ich. Ja, ich muss halt auch aufpassen. Mach mal. Krieg 2 raus. Das heißt, ich brauche 2 Stück kriege ich raus, um 2 Seiten zu kriegen. Also das heißt, ich brauche 4 Seiten.
Dann heißt es, es wären jetzt schon mal 3. Das brauche ich dann 4-mal. Das wären 3, 6, 9, das reicht 9, 10, 11, 12, das wären 24, die reichen ja nicht. Und ich will die ja auch noch anpflanzen. Ja, ich weiß, hätte ich das schon mal getan, ne? Ja, kommt noch alles. Das Lustige ist, momentan habe ich ja nur die Felder da. Damit ich nicht verhungere. Die Felder müssen ja noch alle abgegradet werden auf die Crops, aber das werde ich nicht anfangen, bevor ich dann einigermaßen Crop Analyzer, glaube ich, der ist ja ferner liefen von. Ich habe hier 3 Seiten. Jetzt könnte Chat doch irgendwann interessant werden. 3 Seiten, das heißt, ich brauche 5. Das heißt, ich brauche 5 Wood Pulp. Kann ich momentan mit dem da machen? Im Maserator geht's nicht. Ach so, ja. Ich vergaß. Wie ich das machen kann. Ha! Dann mache ich das auf dem alten Weg. 1, 2. Muss hier nur schnell genug sein, dass der Maserator wieder durchgelaufen ist. Ich vergaß ja. Das Ding heißt ja nicht Maserator. Das heißt ja nur am Anfang. APV heißt das Ding ja Pulverizer. Und ab dem Pulverizer. Ja, das ist natürlich anderer Zweig. Ja. Hätten wir mal aufgepasst, ne? So, das heißt, wir haben die schon mal. Aber ich kann ja schon mal die ersten Sachen eigentlich herstellen. Du kommst dahin, bis der das da oben fertig hat. So, wir brauchen wo will ich denn das hin? Ach so, das würde ich nirgends hin haben, das würde die Tasche aufgeräumt haben. Ich packe ich da rein. Also provisorisch werde ich das Netherportal irgendwo da hinten an die Wand setzen. Muss halt soweit die Mauer noch dann ziehen, dass es mich nicht stört, dass es dann da hinten steht. Ich bin mir jetzt halt noch nicht sicher, ob ich eine Kapelle baue oder ob ich dann einen Tempel baue. Wo ich die ganzen Portale reinsetze. Der macht mich kirre da oben. So, also, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt erstmal alles, was den Pfeil betrifft. Das ist dann der Kopf und das Fletching Pattern. Das Fletching Pattern kommt als erstes hin. Dafür brauche ich eine Feder. Das habe ich. Das kommt dann dahin. Und der Arrowhead wird aus Flint.
Habe ich auch. So. Der da oben ist ruhig, das heißt, mein Wood ist fertig. Dann räume ich erstmal wieder das auf. Auch Herr Platz. Weil ich brauche halt 2 Eimer Wasser. Der ist schon wieder voll, das ist klasse. Ich habe leider festgestellt, bei GT ist es halt wirklich so. Du hast entweder alles, also du hast entweder das Zeug da und oder beziehungsweise du hast davon den Überfluss. Ja, wie jetzt momentan, ne, die ganzen Crushed-Sachen, die haben wir im Überfluss. Also und wenn dann komme ich, also vor allem ohne Ohrwascher, werde ich die nicht, werde ich die nur verbrauchen, wenn ich sicher bin, dass ich sie brauche. So ist er, hab das ja mitgekriegt. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche mal Eisen, dann haue ich das Eisen durch. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel merke, okay, und irgendwann wirklich ist es so, das switcht das. Ich brauche noch mal einen Eimer Wasser. Super. Ja? Dann hast du auf einmal zu wenig. Dann hast du nichts mehr anders zu tun, wie Material besorgen. Also, wenn ich mir vorstelle, also früher, da hast du ganz einfach, still und leise, bist du Erze sammeln gegangen und hast deine, wenn es deine Erze hattest, dann Spaß, ne? So, ja, und irgendwann switcht das. Also wie bei mir momentan. Ich könnte mich eigentlich momentan nur noch. Ja, ich habe jetzt noch ein Stack Cassiterit. Und dann ist eigentlich alles durch, was ich momentan durcharbeiten muss. Weil, wie gesagt, alles andere fasse ich noch nicht an. Weil ich brauche dann irgendwo in der Quest des Erz. Hab das Erz schon. Ja, habt ihr jetzt schon 2 Mal mitgekriegt. Da bin ich ja richtig gut drin, dass ich genau das Falsche zum mach. Das heißt, ich brauche jetzt den guten Bowlim. Und ich brauche den Bowstring Pattern, ne? Genau. So, das ist der Waffenkopf, der kommt dahin. Dann kommst du dahin mit den 3 Strings. Dann habe ich dich. Dahin und den Bowlimp. Dafür brauche ich das Holz. 1. Bei 3. Auf dem Holz. Nee, das ist nämlich lustig. Das reicht nämlich nicht. Dann muss ich wieder auf. So, jetzt brauche ich noch meinen Rod. Rod haben wir schon. Dahin. Dafür brauche ich meinen Knochen. Bone Tool Rod. Kann ich dich eigentlich so auch machen? Jo, cool. Würde sogar da gehen. Na, hätte ich das vorher gewusst, den Knochen durchgemahlen. Ist doch egal. So, das heißt, wir haben eigentlich alles fertig. Das heißt, ich brauche einen guten Shortbow und einen Flint Arrow. Das heißt, du kommst dahin. Was brauche ich? Shortbow, ne? Wooden Shortbow. Da ist er. Da ist das und das und das String.
Ich habe einen Wooden Shortbow. Und als Pfeil. Was der Arrow? Brauche ich eine Feder, Bone und den Flint. Und ich habe, einen Bogen. Claim das Zeug. Ha. Jetzt bin ich wieder zwei Pattern. Ah, die sind nicht schlecht. Was brauche ich denn überhaupt, um den Bogen zu reparieren? Flint. Okay, das ist das wenigste Problem. Schon wieder dunkel. Da rein. Die eine Seite Papier kommt runter. Ich habe bestimmt das Loot bekommen, weil sonst wäre es komisch, wenn ich nur eine habe. So, dann heißt es jetzt für mich, ich habe in diesem Rucksack momentan Stein, Gravel, Moment, da war doch was mit Gravel. Warum immer der gefehlt hat. Okay, ich habe jetzt mal ein Feuerzeug. Stahlingot brauche ich nicht dabei. Das lasse ich schön brav da. Den Wrench werde ich hoffentlich im Nether nicht brauchen. Lasse ich auch da. Dann packe ich jetzt mal in diese Kiste hier rein. Also ich werde keine Axt brauchen. Ich lasse die Mattock da. Die Schüssel brauche ich auch nicht. Die Säge brauche ich nicht. Die zwei werde ich vielleicht brauchen. Ich hoffe nicht. In Max nehme ich mit. Die Mattock kommt dahin. Die Fackel dahin. Die kommen nach oben. Genau. So, dann kommt jetzt erst einmal hier wieder das weg. Ich habe ein bisschen Stein dabei, das könnte reichen. Ich habe ein bisschen Dirt dabei, das könnte auch reichen. So, du kommst gleich mal nach unten. Das Bett kann ich im Nether sowieso nicht brauchen. Dann brauche ich jetzt das Obsidian. Das brauche ich auf jeden Fall. Die neuen Eimer brauche ich nicht. Die Axt brauche ich nicht. Bogen packe ich dahin. 11 Schuss würden viel zu wenig sein. Was macht das Ding Schaden? 0,5. Und der Bogen? 2 Herzen. Ich glaube, 2 mache ich dann insgesamt Schaden. So. Schön, dass ich. Das brauche ich dabei nicht. Gesprochen, ich habe. So, aber die Steine hier brauchen wir auf jeden Fall. Denn wir möchten ja die Mauer weiter ziehen. Muss ich genau mal gucken. Ja, ist das schön, das Bäumchen. Fühlt sich so in die Ecke gedrängt. Nö. So, ich stehe jetzt hier auf minus 1976. Noch eine weiter. Dann heißt es jetzt für mich, wir verschwinden. Ich habe Öl gefunden. Okay. Ich bin ja froh, dass ich gerade die Eimer aufgeräumt habe.
Da ist mir gerade was eingefallen. Das machen wir noch. Dann ist nämlich diese Ölquelle da oben auch nicht mehr im Weg. Dann kann ich dann nämlich auch weitermachen. Hallo Tank. Ich nehme mal gleich zwei mit. Und am besten auch Eimer. Auch zwei. Ehrlich gesagt, nämlich ich reiße jetzt mal das Ölzeugs ab. Und am besten von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Ja, unsere Hütte muss auch noch weiter gebastelt werden. Ja, ich weiß, es gibt fast nichts zu tun. So. Und mir reicht es sogar mit einem Eimer. Aber wie gesagt, ab jetzt fange ich an, dass diese Ölquelle langsam aber sicher verschwindet. Ha, sehr schön. Und ich muss die Ölquelle halt so weit runterkriegen, dass sie mich... Oh oh, scheiße. Aber so kommt er wenigstens raus. Okay. Ich habe schon gedacht, ich bin jetzt in der Ölquelle und sink weiter ab, aber das war Gott sei Dank nicht so. Ich hier schon mal dicht machen. Hier auch. Hier schlage ich auf. Ich sage, ich darf nicht zu viel wegmachen. Muss das Ding ja wiederfinden. Hat es den Vorteil, ich kann jetzt die ganze Mauer hier, aua, so weit beseitigen. Das heißt, die Ölquelle ist jetzt genau eins vor der Mauer, das ist super. Das heißt, ich kann meine Mauer ganz gemütlich weiterziehen. Soll ja nur aufpassen, dass ich nicht reinplumps. Ah. Nee, das Netherportal sollte ich da auch nicht hinbauen. Okay. So, Schaufelchen habe ich da. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt da alles klar. Das heißt, ich bin jetzt auf 60. Autsch. Ja, in der Mauer will ich es selber nicht drin haben. So. Und das Mauerstück bauen wir schnell. Okay, unten rum, das habe ich jetzt noch nicht gebaut, das ist mir jetzt aber auch relativ.
Wir möchten ja in den Nether. Und jetzt nicht die komplette Mauer da wegzimmern. So, okay, das heißt, du kommst jetzt erstmal dahin. Dann habe ich schon mal dich. Dann 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ich werde das Tor erst einmal nur minimal bauen, weil es steht ja nicht an der richtigen Stelle. Das wird irgendwann ja da verschwinden. So, und was das Wichtigste ist, jetzt erstmal wieder die Eimer aufräumen. Nein, das ist nicht das Wichtigste. Ich hab einen Hahn. Mhm. So. Die Eimerchen schmeiße ich da rein. Das werde ich jetzt gleich brauchen. Das werde ich auch nicht mehr brauchen. So, ich hoffe, dass ich dich nicht brauchen werde. Man sollte ausgeruht in den Nether wandern. Und jetzt nehme ich die zwei Türen mit. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Zombies so doof sind und dann die Tür abreißen. Weil sie denken, da wohnt einer. Sind Zombies, ne? So, Fackeln, 14 Stück, das ist auch ein bisschen wenig. 1, 2, oh, zweimal hat gereicht, sehr schön. So. Machen wir erstmal so. Ich habe jetzt da momentan ein bisschen Stein übrig. Oh, dann ist das Tor schon mal einigermaßen eingebaut. Weil die Steine nicht rumschleppen, mehr auch gleich weg. So, dann, nein, das ist mir zu wenig. Ich kenne mich selber, vor allem weil mir halt Sulfur braucht. Steine kommen auf jeden Fall schon mal nach unten. Gleich wichtig werden. Dann schmeiße ich die auch gleich mal mit rein. So, habe ich hier noch Sticks rumfliegen. Ein Stück kann ich einstecken. Kohle hier? Ja. Scheiße. Nein. Weil das ist Kohle, Kohle. Kohle, Kohle will ich nicht einsetzen. Ich will Charcoal einsetzen. Definitiv. Wieder ein Platz frei. Kohle kommt auch gleich weg. Genau, dann habe ich jetzt dann hier mein Raw Rubber Dust. Ob ich jetzt gleich sozusagen die Sulfurader suche. Bezweifle ich eine Runde. So, was habe ich denn? Ein Large Steak Sandwich. Greife ich hier mal rein. Oh, und wir haben unser nächstes Herz bekommen. Hurra!
So, und dann haben wir Gingerbread, das habe ich schon gegessen. Dann 2,5, du kommst dahin. Nein, ich nehme jetzt mir eine Gartensuppe mit. Weil wir müssen ja jetzt erst einmal drüben ein Provisorium aufbauen. Das wird auch nicht massiv. Halt, zurück. Streck, denk mit. Es ist zwar nicht sehr intelligent. Nether mit Half-Slabs zu bauen. Aber auf Half-Slabs können keine Schweine spawnen. Müssen wir irgendwann mal vielleicht von GT schönere Blöcke finden? So, danke. Drawer kann ich später noch bauen. Nee, wie gesagt, also erst wenn ich ungefähr die Position habe, wenn ich weiß, was ich bauen möchte, wie ich es bauen möchte, wo ich es bauen möchte, dann wandert ja sozusagen das Tor um. Wenn ich Glück habe, connectet es wieder mit dem anderen. Wenn ich Pech habe, nicht. Die werden irgendwann noch Carpenters Tor und Türen ausgetauscht. Wir gehen in den Nether und fürchten uns. Okay. Bin gerade total glücklich, dass ich alles weggepackt habe, was nach Holzverbrauchen ausgesehen hat. Und ich habe mal wieder Dusel. Ich bin in einer Höhle drin. Also wir können Viecher nix. Und Brown Limonite, also war mir klar. Aber ich habe auch einen Ortschrank dann gleich gefunden. Das heißt, ich brauche auch nicht großartig. Das hier verkleiden. Ja, wobei doch. Man weiß nie, wer zu Besuch kommt. Und mein gerade ich bastel ich Butter oder so. Auch nicht schlecht. Ja, falls da irgendwelche Kameraden sich angesprochen fühlen, sich beleidigt fühlen, sollten wir das auf jeden Fall vermeiden. So. Und deswegen bin ich da. Und der Vorteil ist halt, wie man es gerade gesehen hat, das Zeug wächst überall oder das Zeug taucht überall auf. Meine Picke hat gelevelt. Das Quarz. Okay. Wird auf jeden Fall witzig, im Nether jetzt dann Erze zu suchen. Jetzt ist nur die Frage, ich habe jetzt gerade Sulfur gefunden. Ja, ich muss ja hier Mut zur Lücke. Okay, ich habe hier einen Fleischersatz, auf jeden Fall auch. Brauchen wir nicht Fackeln, um keine zu benutzen. So, und ich habe nicht die Half-Slabs gebaut, um sie auch nicht zu benutzen.
Ja, weil mein größtes Problem ist meistens, dann spawnen irgendwo diese lustigen Schweinchen. Und dann ist eins dabei, das aggressiv ist. Weil vergesst nicht, ne, wir haben ja Special Mobs drin. Bei Special Mobs kann es passieren, dass irgendein ein Schweinchen sich geblubbert fühlt, mir eine auf den Keks zu hauen. Ne? Und das ist nicht nett. Oh, Sulfur. Das wollen wir auch nicht. Und auf Half-Slabs können sie nicht spawnen. Das ist so meine Erfahrung, was ich mittlerweile gemacht habe. Den Raum werde ich dann immer vielleicht wieder vergrößern. Apropos. Ich könnte mir zwar nicht gefährlich werden, aber wer erzählt denn den Gast, dass es hier zu klein ist und dass man hier nicht spawnen soll? Und die halten sich auch noch dran. Die müssten ja nach Drehbuch arbeiten. Tun die nie. Gut. Und ich bin auf 39. Das ist gut. Ich glaube, Moment, lass uns mal schnell noch in die Quest reinschauen. Um Sulfur zu finden, 5 bis 20. Also das heißt, ich müsste noch runter. Das werden wir Salaritpyrit. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Also nicht in dieser Folge, aber werden wir noch machen. Ups. Türen bauen sollten wir auf jeden Fall auch noch. Okay. Wie viel Sulfur habe ich denn jetzt? Und vor allem, das ist ein Gold. Das ist Sulfur. Ich habe drei. Heißt, wir gehen wieder zurück. Ich habe jetzt meinen Schlafsack daheim gelassen. Genau das habe ich kommen sehen. Und renn auch gleich weg. Wieder dunkel. Es wird ja schon Standard. Okay. Hammer. Das heißt, meinen Schlafsack kann ich mitnehmen. Ich kann meine Axt wieder einpacken. Ich kann jetzt die ganzen Sachen wieder mitnehmen. Alles gut. Okay, dann heißt es ja, wir haben jetzt dieses Crushed Sulfur. Ein Muffler-Upgrade. Ich brauche dafür einen Assembler. Ich hab's gewusst. Wood Pulp und eine Iron Plate. Und 80 Sekunden. Kann da sowas von Gift drauf nehmen, dass ich die mir noch mache, damit der da oben die Schnauze hält. Quatsch, sind die nervig, diese Maschinen. So, dann haben wir jetzt unser Sulfur. Das Zeug ist sowieso oben. Wenn ich es jetzt nicht wieder mitgenommen habe. So, dann nehmen wir Leuchtmörder, da muss jetzt rein. Ein Sulfur. Drei davon. Ja, du hast nur noch einen. Wie gesagt, der Maserator macht am meisten Spaß, wenn man nicht da ist. Moment.
Schaut auf jeden Fall schon mal lustig aus. Und ja, ich wollte eigentlich nicht das auch noch machen. Aber beim nächsten Mal. Ist das ein Dach drauf ist. Okay, ich war doch zu nah. Aber er ist nicht mehr so laut, finde ich. So, wir haben ein Rubber Bar. Für die Maschinen ist es zu wenig. Lime Island Journey. How to make rubber. Das heißt, da muss ich auch noch hin. Bin begeistert. So. Und für die Dolly. Ich brauche eine Stahlplatte. Die habe ich. Die Iron Minecart Wheels habe ich nicht. Brauche ich zwei Ringe und ein Ingot. Das ist kein Problem. So, Rubber Round ist Rubber, Hammer, Pfeile. Rubber, Hammer, Pfeile. Bin ja froh, dass es nicht klappt. Bin ja froh, dass ich es verkehrt rum gelesen habe. Rubber Round. Danke. Hammer. So, jetzt brauche ich 1, 2, 3, 3 Eisenrods. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück. Habe ich noch 9 Eisen? Ja, habe ich. Das heißt, ich... Moment, 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 Moment. Glaub, das war schon... Nö. Da ist die Dolly. Rubber Round, Iron, Iron Rod brauche ich 3. Okay. Dafür brauche ich jetzt für diese Rädchen. Okay, das heißt, ich brauche davon 4. Hammer. So, jetzt machen wir es mal so. Dass ihr es auch mal gesehen habt. Die, die es noch nicht kannten, man kann es sich nämlich auch leicht machen. Aber wer will schon leicht, ne? So, 1, 2. Meiner. Du kommst weg. Ich schaue wieder nach. Jawohl, wir haben alles fertig. Jetzt gehen wir auf die Dolly. Das heißt, die Wrench kommt dahin. Die Rubber-Dinger kommen dahin. Ihr kommt dahin. Und ihr kommt dahin. Und die Stahlplatte, das ist die, die wo wir noch übrig hatten vom letzten Mal, kommt dahin. Und was soll ich sagen? Ich habe endlich eine Dolly. Das heißt, ich kann jetzt mal schön aufräumen. MK Struktural Oak Plank. Davon 3 und 5 Better Barrels. Ja, klamm ich mir die 1er. Muss ich aufpassen, dass ich nicht mit der Dolly da drauf klicke, weil sonst habe ich es in der Hand. So, du kommst schon mal da rein. Die auch räume ich irgendwann auf. Und wir sind. Okay. So.
Aber wir haben jetzt eine Dolly. Die Dolly bringt uns auf jeden Fall jetzt schon mal ein wenig weiter. Wir müssen Sulfur besorgen, wir müssen noch mehr Material besorgen. Ja. Das heißt, ich werde mir anfangen in den Nether dann schon mal. Nee, ich werde das off machen. Weil es ist einfach nur ein Tunnel bauen. Tunnel bauen, nach unten gehen, abbauen werde ich es erstmal, ja, oder? Nee, abbauen werde ich es noch nicht. Abbauen, wenn wir es dann zusammen, wenn wir es gefunden haben sollten. Weil es könnte jetzt sein, dass das dann stundenlanges Suchen ist. Ich denke nur an die letzten Male, wo ich was gesucht habe und ich absolut nichts gefunden habe. Okay. Dann heißt es jetzt für mich, müssen wir mal schnell nochmal nach oben gucken. Aber wenn es jetzt einfach nur noch ein Layer ist mit Steinen, ne? Ja, okay, ein bisschen Holz. Da ist auch noch ein bisschen Holz mit drin. Also, da ein Layer Steine drauf knallen, kriege ich hin. Dann sind wir nämlich alle auf einer Ebene. Und dann mache ich das nämlich mal fertig. Dass man das Mauerteil hier hinten, jetzt hier, oben drüber, weitermachen können. Dann nehme ich auch noch witzig. So. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich. Nein, ich habe noch eins weg. Genau. So, das heißt jetzt für mich, ich kann jetzt ganz gemütlich wieder Erze rausklopfen gehen. Dass wir wieder Material haben zum Verarbeiten. Denn wir möchten ja das Häuschen noch fertig bauen, die Mauer erhöhen und vor allem da weiterkommen. Aber dafür müssen wir erstmal da weiterkommen. Weil, ne, ich brauche ja, das Casing ist nicht das Problem, sondern ich brauche ja Tinkabel. Und für Tinkabel braucht man Rubber. Ne? Und das muss ich erstmal besorgen. So, der oben ist voll. Und ich nutze jetzt meine Dolly. Die stelle ich mal daher. Denken wir schon, warum produziert ihr nichts weiter? Ja, wenn voll, dann voll. Und ich habe wieder neuen Stahl bekommen. Ist super. Das heißt, ich muss jetzt dann auch mal bald wieder ein Stack Eisen durchjagen. Muss man auch noch tun. So. Meine Eimer habe ich ja da gelassen. Muss auf jeden Fall dann wieder aufräumen, weil ich habe schon wieder Chaos Inventar. So, Wofen kann Tanned Leather. Okay, das habe ich noch nicht alles da. Da kümmern wir uns auch demnächst mal drum. Ja, weil ich brauche einen Rucksack. Ja, dann hätte ich gesagt, wir nähern uns dem Ende. Jetzt müsstet ihr schon wieder die Videos sehen. Das war rechts oben sozusagen die Playlist von dem Ganzen hier. Und auf der linken Seite seht ihr ein vorgeschlagenes Video von YouTube. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch da noch ein bisschen was anguckt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, haut die in die Kommentare. Da freue ich mich drauf. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.